Kurioserweise hatten die beiden Liga-Neulinge vor ihrem direkten Duell zuletzt den gleichen Gegner. Der SC Eltersdorf in Weiß besiegte unter der Woche nach langer Corona-Zwangspause in einer Nachholpartie den SV Heimstetten mit 2:0. Der FC Pippinsried mit Neutrainer Andreas Pummer behielt am letzten Samstag mit 3:2 ebenfalls gegen den SVH die Oberhand. Heute wollen natürlich beide vor den rund 250 Zuschauern an ihre jeweiligen Erfolge anknüpfen, um sich weitere Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Und es ging gleich mit einem Knaller los. Nach 2 Minuten verpasst Oliver Gonnert da die Kugel, Dominik Schröder hat das Auge für Serhat Imschak und der Doppeltorschütze vom Samstag unterstreicht auch hier gleich seine gute Form derzeit, überlegt ins lange Eck geschoben die Kugel zur frühen Führung für die Gäste. Das war durchaus ein Wirkungstreffer für die Quecken. Sie fanden hier nicht zu dem druckvollen Spiel vom Dienstag, zudem fehlte nach vorne die Präzision. Pippinsried dagegen stark, eingestellt vom neuen Coach, die Defensive stand top und vorne lauerten sie auf Fehler der Gastgeber und einen solchen hätte Albano Gashi in der 21. Minute fast zum 0:2 genutzt. Riesentat von Tugay Akbakla. Eltersdorf weiter zu harmlos bis zur 44. Minute. Da kombinieren sie sich mal richtig gut durch. Der Abschluss von Robin Renner dann allerdings ausbaufähig. Rüber auf die andere Seite, wo es einen Freistoß gibt und der kommt genau auf den Kopf von Imschak. Quasi mit dem Halbzeitpfiff schnürt er den Doppelpack der FCP hier wirklich eiskalt mit einem frühen und einem späten Tor in den ersten 45 Minuten im Elsner Sportpark. Die Quecken mussten nun also etwas tun, allerdings fiel ihnen bis zur 66. Minute herzlich wenig ein. Dann aber sorgt der Kopfball von Renner für mächtig Gefahr. 8 Zeigeumdrehungen später probieren es die Hausern wieder mit einem hohen Ball und diesmal ist das Ganze von Erfolg gekrönt. Gonnert springt höher als sein Gegenspieler und netzt ein zum 1:2. Neue Hoffnung im Lager der Mittelfranken. Aber letztlich fehlte ihnen in der Crunch-Time das letzte Quäntchen Power. Verständlich, nach der langen Pause fast ohne Training. Pippinsried boten sich nun Räume für Konter, sie gingen aber etwas schlampig mit ihren Chancen um. Unter anderem Imschak scheitert an Akbakla. In der langen und hektischen Nachspielzeit kassierten die Gäste dann noch 2-mal Gelb-Rot für Daniel Jelisic und Janik Füppel, brachten den Vorsprung aber trotzdem relativ problemlos über die Zeit. Wie gesagt, es war jetzt nicht einfach nach dem Dienstag, aber war auch klar, dass wir nicht alles gewinnen. Was mich zufrieden stimmt und absolut positiv nach vorne blicken lässt, die Mannschaft hat gefeiert, hat gekämpft, hat alles gegeben. Und jetzt haben wir eine Woche mal Zeit, uns ein bisschen ein Stück weit zu regenerieren. Und dann, glaube ich, sind wir wieder so weit frisch, dass wir dann auf jeden Fall wieder auch für positive Ergebnisse sorgen können. Ja, wir sind hierher gefahren, um 3 Punkte zu holen, runtergebrochen. Es war kein schönes Spiel, aber sehr effektiv. Ich denke, dass wir gleich am Anfang in Führung gehen, das spielt uns natürlich in die Karten, auch noch kurz vor der Halbzeit dann das Tor machen zum richtigen Zeitpunkt. Pippinsried feiert also den 2. Erfolg unter dem neuen Coach und verschafft sich damit gewaltig Luft im Abstiegskampf. Eltersdorf bekommt dagegen einen Dämpfer, muss nun wieder Kräfte sammeln für das nächste wichtige Spiel kommendes Wochenende in Schalding.